Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft 2.0 oder ich sage es einfach mal so wie es heißt, Life in the Woods. Ja, ich habe eigentlich noch ein paar Folgen in petto, das sage ich schon mal direkt voraus. Allerdings habe ich mir etwas Bestimmtes überlegt und zwar, wir kümmern uns jetzt erstmal eine kleine Weile um unsere Nahrungskette, also unsere Nahrung hier. Und zwar, das Feld hier muss ganz dringend vergrößert werden. Und ich habe da auch schon eine Idee. Okay, so. Okay, ich blicke jetzt nicht durch. Ist doch egal. Wir brauchen Erde. Wir brauchen viel Erde. Ja, das ist sehr viel Erde. Das dürfte definitiv reichen. Gut, haben wir noch ein bisschen. Haben wir noch irgendwo Erde? Nein, okay. Gut, das wird dann eben halt ausreichen müssen. Ist nicht so dramatisch. Das packe ich mal mit hier rein. So, die Erde bauen wir dahin und dahin. Wie gesagt, ich habe da so eine Idee, was ich machen will. Und zwar, wir werden jetzt das Feld definitiv ein bisschen ausbauen. Wir brauchen viel Schaufeln. Und, ja. Wobei, das reicht. Die reichen erstmal. Zack, zack. So. Ich habe was vergessen. Wir brauchen... Zäune. Jede Menge Zäune. Haben wir noch mehr Zäune? Nein. Nehme ich das Holz jetzt einfach mal. Wie ging die Zäune nochmal? Okay, so. Ja, okay, so geht's ja eigentlich. Zack. Die Zäune dürften jetzt erstmal nicht unbedingt reichen. Egal, das muss jetzt erstmal reichen. So. Ich habe übrigens, ja, haha, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen gewundert, warum auch immer hier ein Skelett jetzt war. Kapier ich nicht. So, wir tragen jetzt erstmal, ich würde sagen, hier das Stückchen noch ab. Das Stückchen, ja, das geht. Da ruckelt es gerade ein bisschen. So. Das hat einen Grund, warum ich das jetzt gerade abhacke. Wir brauchen die Erde und das stört mich sowieso. Von daher. Was haben wir denn hier? Okay. Was haben wir hier? Ach, sag bloß. Okay, ja, gut, okay. Wir haben direkt das Dungeon unter uns. Gut, dann können wir jetzt mal wieder hochgehen. Jump, 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 jump. Ach, hier ist noch... cool, hier ist noch Eisen. Das nehmen wir natürlich noch mit hier, dass es sich gerade so schön anbietet. So, ich will jetzt auf jeden Fall endlich jetzt mal mit der Hütte weitermachen. Also allgemein mit den Bauprojekten. Das hier war ja nur provisorisch, ne? Ich würde sagen, wir bauen hier unten auch mit, also hier so, ein schönes großes Feld, wo auch die Grillen nicht so schnell hinkommen. Ich muss mal eben kurz die Musik leise machen, Entschuldigung. So. Ja, also ein schönes großes Feld, wo wir dann eben alles Schönes bauen. Und... aber mit einem Weg in das Lager da hinten. Genau, Lager. Ich kam jetzt nicht auf das Wort. Dann hier so ein Pfad ins Lager rein, welches wir auch noch vergrößern werden. Ist nicht unbedingt die Breite so, aber ich würde sagen, doch in die Breite könnten wir eigentlich, ne? In die Tiefe macht jeder, aber nicht in die Breite.
Ja, ich würde sagen, wir machen das ein bisschen mehr in die Breite, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja, so sieht's aus. So machen wir's. Ja, gut, das mache ich jetzt mal dicht. Das stört mich jetzt gerade so ein bisschen, deswegen, zack. Als wäre nie etwas gewesen. Ach, wir können... Warte mal. Ja, ich mache jetzt gleich, ich weiß. War das jetzt hier so? Wo war der Eingang jetzt? So ein Eingang ins Dungeon dürfte niemals schaden. Da ist er. Okay, gut, da kommen wir jetzt nicht so schnell hin. So. Ja, ist da unten das Dungeon. Das ist noch Eisen, ich weiß, aber... Ist jetzt erstmal egal. Huch. So. Ich spaß mir jetzt mal. Ich gehe jetzt hier hoch. Da kommen wir an der Plantage, die wir auch noch erweitern müssen. Wir haben jetzt Äpfel und Birne. Das reicht noch nicht. Aber ja, wie gesagt, erstmal eins am anderen jetzt erstmal. Denn wir müssen jetzt erstmal das Feld hier zu Ende bauen. Okay. Dafür müssen wir das hier auskleiden. Das kann jetzt natürlich ein bisschen was dauern, das tut mir aber nicht leid, denn das gehört immer dazu. Hey. So. Interessant, wir haben mal wieder Erdemangel. Ist doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe hier. Das Loch. Ich würde sagen, machen wir es bis hier hin zu. Wie können wir das jetzt noch hinkriegen? Glaube ich zwar nicht. Ne. Gut, okay. Das Ganze, das kann man jetzt auch erstmal so lassen. Ich hatte doch 4. Wieso habe ich auf einmal... Was? Okay. Erde finden wir mehr als genug, also das ist nicht das Problem. Ich guck gerade nur, wo ich ein bisschen Erde klauen kann, ohne dass es großartig auffällt. Mach ich auch nicht mehr. Ja, das reicht, das dürfte jetzt reichen. Ich glaube jetzt mal kurz ein kleines Stückchen hier. Damit wir schneller hier vor Ort sind. Zack. Okay. Und das Gras hier mal entfernen hier. Das soll ein legaler Anbau hier werden. So. Okay, wir haben jetzt 2... Verstehst du jetzt so? So, hier kommt dann... Ja, das kommt natürlich alles gleich weg. Also später kommt natürlich weg. Also, ne? Ich würde sagen dann... Hier zwei. Das muss auch nicht unbedingt symmetrisch werden. Oh Gott, ich mache mal ein bisschen Licht, ey. Bisschen Licht, ey. Das muss einfach nur ausreichen. Ich mach's jetzt erstmal nur so. Geht's noch? Boah. Okay, ich geh jetzt erstmal eine Runde schlafen, würde ich sagen. Denn sonst haben wir gleich wieder ein Skelett hier zu besuchen und das wollen wir ja nicht. Ich laufe mal eben schnell nach Hause. Miau.
und gute Nacht. Guten Morgen, schöne Welt und alle diese Bevölkerung. Ich habe jetzt mal ein bisschen was an dem Shader hier getan. Und so habe ich jetzt, ich hatte immer den Medium Shader drin, ne? Ich habe jetzt mal den Light genommen. Den Light Shader. Irgendwie ist hier gerade voller. Hä? Zwei? Achso, okay. So. Jetzt stimmt's wieder, ne? Ja. So. Oh, das krass nervt. Also ich hatte jetzt einen anderen Shader reingemacht. Dadurch läuft das Spiel auch etwas flüssiger. Habe ich zumindest den Eindruck. Und so schlecht finde ich das jetzt nicht. Wenn es mal zu extrem wird, dann kann ich den Shader immer noch ausmachen. Option Shader Internal. Zeige ich mal, wie das aussieht. So. So läuft das Spiel mit über 100 Bildern die Sekunde. So, ihr könnt entscheiden, ob ich den Shader anlassen soll. Dann müssen wir halt mit Bildern die Sekunde Einbrüchen leben. Oder eben halt, ja, ein bisschen Shader ist, also ganz ehrlich, solange die Fackeln leuchten, ist es mir eigentlich. Könnt ihr mitentscheiden. Soll ich mit Shader lassen, so wie es die ganzen anderen Folgen jetzt war? Oder soll ich es lieber so machen, also so wie es jetzt hier aussieht? Ne? Also. So ist mit Shader. Boah, ist hell auf einmal. So geht die Bilder die Sekunde sofort runter auf 49. Und das bricht dann immer wieder hin und her zwischen 28 und 49. Und es geht an einer Tour so. So, wenn ich aber den Shader auslasse, kommen sofort mehr Bilder in die Sekunde rein. Kann ich hier vielleicht noch. Müsste ich hier dicht machen? Ne, ich lasse das jetzt so. Allerdings mache ich das hier nochmal dicht hier. Damit wir den Zaun nämlich später dahin bauen können. Okay. Ich lasse den Shader jetzt erst nochmal kurz an. Wobei. Ich mache den jetzt erstmal auf Internal wieder. So, ich lasse das jetzt erstmal so für die restliche Folge. Die ist ja jetzt gleich zu Ende. Damit man auch was sieht hier noch. Könnt ihr gerne entscheiden. Ich spiele es erstmal so, würde ich sagen. Hoppla. Da nicht. Und ihr sagt mir dann einfach, ob das so in Ordnung geht oder nicht. So ist er jetzt etwa bei 120. Pendelt ständig zwischen 140 und 99 hin und her. Es sei denn, ich habe die Fackel in der Hand, dann ist es bei 80. Ja gut, sieht im Grunde aus wie das ganz normale Minecraft, ohne den ganzen Sondereffekte. Aber entweder es klappt oder es klappt nicht, ne? Zwei Eimer brauche ich. Ich mach. Warte. Ich mache jetzt gerade wieder unnötig Eimer und ich wusste es, ich hab noch. Ach, Kacke, verdammte. Wasser holen. So, hoppla. Gut, das brauche ich jetzt nicht mehr. Fackeln brauche ich auch nicht. So. Also wie gesagt, ihr könnt mit entscheiden, ob ich den Shader anlassen soll. Dann müssen wir aber eben halt mit ziemlichen Rucklern rechnen. Quatsch, was mache ich hier? Brauche ich doch gar nicht so viel Platz. Einer reicht. Ich muss nochmal alles dicht machen, Entschuldigung.
Das ist viel zu viel. Ups. Das ist viel zu viel so.